Ich liebe dich, Jakob. Das ist der Anschluss von Madelon Goldsbury. Nachrichten nach dem Signal. Danke. Madelon, wo steckst du denn? Meld dich doch bitte. Also, da, schönen Tag noch. Dir auch, tschüss. So. Guten Morgen. Es ist so schön hier und alle sind so nett. Ich glaube, ich will ja gar nicht mehr weg. Kann ich so einen Kaffee in die Milch haben? Nichts, was dich aufregen könnte. Guten Morgen, Jürgen. Hallo. Du siehst schon viel besser aus, Kim. Danke. Guten Morgen, Jona. Soll ich dir schnell ein Rührei machen? Nee, gib mir mal einen Kaffee, danke, und eine halbe Breze, bitte. Okay. Dann kriegst du jetzt ein bisschen Obst. Guten Morgen. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Alles okay? Ja, danke. Geht's dir gut? Es ist nicht richtig, wir dürfen das nicht. Danke. Schönen Tag. Tschüss. Esse ich jetzt auch Obst. Und was brauchen wir noch? Was mit Rotwein? Ja, ich glaube, wir haben nur noch einen weißen. Milch? Haben wir noch. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hat einer von euch bei Madelon gesehen? Die ist mit der Jeanette bei deiner Mutter auf dem Meinhardhof. Was hat er denn jetzt schon wieder? Das ist der Anschluss von Madelon Goldsbury. Nachrichten nach dem Signal. Danke. Ich weiß, du bist bei meiner Mutter auf dem Meinhardhof. Wir müssen weg hier. Ich hole dich ab, pack deine Sachen. Hallo, Mutter. Jakob, ich freue mich so. Darf ich dir alles zeigen? Oder möchtest du lieber selbst rumschauen? Wo ist Madelon? Möchtest du was trinken? Wo ist Madelon? Madelon war in der Waschküche. Die ist da. Jakob! Jakob, lauf nicht davon! Ich wusste schon, warum ich nicht hierher kommen wollte. Jakob, warten Sie es! Es tut mir leid. Sie vögeln meine Mutter und meine Frau, und es tut Ihnen leid. Gehen Sie mir aus dem Weg. Sie wissen ganz genau, dass Ihre Mutter und ich kein Liebespaar sind. Meine Mutter verbringt die meiste Zeit ihres Lebens mit Ihnen. Mehr muss ich nicht wissen. Sie bleiben jetzt hier! Es muss endlich mal geredet werden. Das interessiert mich nicht! Du redest jetzt mit Jona und mit Madelon. Ich rede mit niemandem.
Und schon gar nicht mit Ihnen. Jakob! Jakob, seid ihr verrückt geworden? Lass uns doch in Ruhe über alles reden! Fass mich nicht an! Merkst du nicht, dass du an allem schuld bist? Merkst du nicht, dass alles, was du anfasst, kaputt geht? Nicht, Jakob, das ist deine Mutter, sie liebt dich! Liebe. Liebe ist ein Wort, das meine Mutter gar nicht kennt. Nicht wahr, Mutter? Wieso kannst du nicht lieben, Mutter? Liebe? Liebe ist tot. Ja, Frau Baumann, Sie sind schwanger. Das ist ja Wahnsinn. Clarissa. Ich hab's begriffen. Es ist nichts zwischen uns, war nichts und wird nichts sein. Komm. Clarissa! Schauen Sie, heute ist ein wunderbarer Tag, um auf die Welt zu kommen. Mein Kopf. Um Gottes Willen, Karl Lucky! Wahrscheinlich hat ihn das alles mehr aufgeregt, als er zugegeben hat. Wenn Papa stirbt, dann ist sie schuld. Mit seiner Frau Madelon kehrt Jakob zurück in sein Elternhaus. Darf ich dir vorstellen? Der Bodensee. Boah, was für ein Blick man von hier hat. Du hast mir nie erzählt, wie schön meine Heimat ist. Er begegnet seiner unnahbaren Mutter, Jona. Grüß Gott. Grüß Gott. Jona. Aber auch großen Gefühl. Hallo. Ich hab gesagt, deine Mutter ist eine schöne Frau. Als Kind habe ich immer gedacht, die Schneekönigin. Sie ist bestimmt so wie meine Mutter. Wunderschön. Und dein Herz ist weiß. Ich habe euch gesehen. Auf dem Boot. Er ist verheiratet, Clarissa. Das bist du auch, Jona. Madelon, darf ich dir Rudolf Mosbacher vorstellen? Meinen Verwalter. Ja, ist der beste Mann, den ich habe. Hallo. Ich liebe dich, Jakob. Wo kommen Sie so plötzlich her? Irgendein Wind hat mich hierher geweht. Über den See. Wo ist Madelon? Madelon war in der Waschküche. Zum ersten Mal betritt Jakob den Hof seiner Mutter. Aber er wird bitter enttäuscht. Du redest jetzt mit Jona und mit Madelon. Seid ihr verrückt geworden? Lass uns doch in Ruhe über alles reden! Fass mich nicht an! Merkst du nicht, dass du an allem schuld bist? Später, Madelon, ich habe zu tun. Jetzt lass mich dir wenigstens erklären. Ich wollte dir nicht wehtun und Jakob auch nicht. Ich werde mit Jeanette heute noch den Hof verlassen. Was zwischen dir und Jakob ist, ist eure Sache. Und meinetwegen musst du nicht gehen. Und schon gar nicht Jeanette und ihr Baby gefährden. Ich werde Rudolf nicht mehr sehen. Es tut mir leid. Es tut mir unglaublich leid. Das musst du mir nicht sagen. Und was du mit deinem Leben machst, das ist deine Sache. Ich will Jakob nicht verlieren. Tut mir leid, Madelon, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Hallo, Jona. Da bist du ja. Hallo. Hey. Du
Was ist los? Ist was passiert? Nein, alles in Ordnung. Ich bin so froh, dass wir hier sind. Mir geht's jetzt endlich wieder besser. Hallo, ihr drei. Willi, was machst du hier? Sag mal, wo warst du denn? Wir haben uns richtig Sorgen gemacht. Oliver hat ständig versucht, dich zu erreichen. Du wolltest dich doch melden. Ja, ich hab's einfach nicht geschafft. Ach komm, Emma, du hast dir doch nicht wirklich Sorgen gemacht. Ich hab dir doch gesagt, dass ich zu Maya nach München fahre. Aber da ist doch irgendwas. Wieso? Was soll denn sein? Ist alles in Ordnung. Die Nächte sind lang in der Großstadt. Na, dann sag ich Maria mal, dass du wieder da bist. Bei diesem ständigen Hin und Her kommt die vollkommen durcheinander mit ihrer Planung. Wieso? Was ist denn jetzt schon wieder los? Nichts. Überhaupt nichts. Nur, dass hier jeder macht, was er will. Madelon scheint noch bei Mutter und Jakob ist was weiß ich wo. Ich werde ihn schon finden. Lass mich in Ruhe. Hallo, Jakob? Olli, kommst du mit? Hm? Er ist sicher unten am Bootshaus. Es tut mir leid. Schon gut. Aber wenn ich sagen würde, dass ich es nicht wollte, dann dann müsste ich lügen. Weißt du, was wirklich schlimm ist? Da kommt Jakob zum ersten Mal hierher, auf meinen Hof. Er ist über seinen Schatten gesprungen und hat den Mut gehabt, auf die andere Seite zu sehen. Und dann war vermutlich das erste und das letzte Mal unsere einzige Chance. Und ich habe sie zerstört. Weißt du, es geht gar nicht so sehr um mich. Um Jakob wäre es gegangen. Jona, es tut mir leid. Los. Ist an allem schuld. Jetzt hör aber auf. Was kann denn die Jona dafür, wenn du Stress mit deiner Madelon hast? Jonas Geliebter, weißt du das, Maria? Der Mann, der mit meiner Mutter schläft, hat mir meine Frau ausgespannt. Ja, ist ein schöner Mann, der Rudolf. Aber dass der Geliebte von der Jona ist, das glaube ich nicht. Bei Golds? Ja, Moment. Jakob, wirklich. Nein, ich will nicht. Jetzt bitte, geh ran. Nimm. Ich will jetzt nicht mit dir reden, Madelon. Liebst du sie eigentlich? Er will nicht mit mir reden. Was willst du ihm sagen? Dass er dir verzeihen soll? Dass du ihn noch liebst? Liebst du ihn noch, Madelon? Hast du ihn je geliebt? Ich war mir sicher, es ist Liebe. Vielleicht habe ich es mir auch nur gewünscht. Das Schlimmste ist, dass ich sie unglücklich mache. Jakob.
Ilona. Und jetzt? Sobald Janettes Kind da ist, gehe ich mit ihr weg. Soll ich mitgehen? Ich würde mir nichts sehnlicher wünschen. Und Jona? Sie hat mich gerettet damals. Ich war völlig am Ende. Frau weg, Kinder weg, Job weg, alles weg. Alkohol. Irgendwann bin ich hier auf dem Hof gelandet. Sie nahm mich auf, ohne Worte. Und hat mich wieder zu einem Menschen gemacht. Ich versuche ihr nur das zurückzugeben, was sie mir gegeben hat. Gesagt, dass ich den Job nicht will. Ich meine nicht den Job. Ich meine unsere Nacht. Wieso tust du so, als wäre das nicht passiert? Und wieso tust du so, als wäre es nicht schön gewesen? Und richtig. Es war schön, Jakob. Sag es. Es war schön. Ja, es war schön. Sehr schön. Viel zu schön. Clarissa, es geht nicht. Ich bin verheiratet. Ja, mit einer Frau, die du nicht liebst. Und die, wie man hört, dich auch noch betrügt. Das ist meine Sache. Hör mal zu, Jakob. Ich habe in München nicht nur einfach so mit dir geschlafen, weil du ein geiler Typ bist. Ich liebe dich. Ich will mit dir leben. Und du willst das im Grunde auch. Ich würde dich nur unglücklich machen. Oh Mann, lieber ordentlich unglücklich, als dass überhaupt nichts passiert. Mensch, Jakob, sei doch nicht so schrecklich feige. Ich bin nun mal keine Hälfte. Was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht gibst du dir einfach mal ein bisschen Mühe. Vor allem dein Leben endlich auf die Reihe. Was weißt du schon von meinem Leben? Ich weiß, was ich fühle und ich weiß, was ich will. Und es dürfte mehr sein, als du von dir behaupten kannst. Na, wie geht es dir? Hallo. Jona hat mich gebeten, dass ich mich bei Freunden in den Staaten umhöre, wegen einer Uni. Ich wusste gar nicht, dass du das so ernst nimmst. Nee, ich habe mal drüber nachgedacht. Informieren kann man sich ja mal. Ich werde gleich ein paar Telefonate führen. Aber fehlen wirst du mir schon, wenn du aus dem Haus bist. Wer weiß, ob du dann zurückkommen willst. Ach, Karl, du bist so lieb. Ja, lieb sind wir alle. Schau, Jakob, wen ich dir mitbringe? Georg, grüß dich. Bitte. Danke, Maria. Danke. Na, Jakob? Du siehst ja nicht gerade frisch aus. Ist die schöne Madeleine dafür verantwortlich? Du bist mal wieder reizend heute. Jakob, ich komme noch mal auf mein Angebot zurück. Ach komm, Georg, das hatten wir doch schon. Du, es geht hier nicht um irgendeine Stelle. Es geht um ein Gerücht, das sich, wenn es sich als wahr erweist, zu einem handfesten Skandal auswachsen kann. Es geht um Schmiergelder und Schwarzgeldkonten. Möglicherweise ist der halbe Stadtrat darin verwickelt. Und es gibt auch Hinweise, die nach Stuttgart deuten. Ich brauche dafür einen guten Mann. Und sag mir jetzt bitte nicht, dass das für dich nicht spannend sei. Du hast recht. Sowas könnte mich wirklich interessieren, aber... Aber was? Ich bin schon so gut wie weg. Ich habe gehört, was passiert ist. Ich wollte dir sagen, dass ich morgen fahre. Ich hatte einen Auftrag in Ägypten. Und Madeleine? Fährt sie mit? Madeleine wird wohl bei Jeanette bleiben. Wie auch immer. Es war sehr schön, dich wiederzusehen. Und ich verspreche dir, dass ich in Zukunft öfter bei euch sein werde. Gibst du immer so schnell auf?
Oder hast du Madlonga geheiratet, um dich bei der ersten Schwierigkeit von ihr zu trennen? Jeder von uns beiden kann jederzeit gehen. Das ist unsere Abmachung. Was ist eure Abmachung? Immerhin seid ihr verheiratet. Die Ehe ist doch nichts anderes. Ein Vertrag, ein Abkommen. Man bleibt so lange zusammen, bis es nicht mehr geht. Und wenn es nicht mehr geht, dann trennt man sich. Ohne Druck, ohne Stress. So einfach ist das. Und trotzdem bist du so wütend. Oder warum sonst hast du dich gestern so jämmerlich betrunken? Ich habe einfach kein Glück. Kann es sein, dass du die Richtige noch nicht gefunden hast? Es gibt nicht die Richtige. Manchmal gibt es eine, die weniger falsch ist. Und deshalb hast du Madeleine geheiratet, weil sie die weniger falsch ist? Wir sind uns sehr ähnlich. Wir sind Freunde. Haben uns zusammengetan. Tja, jetzt hat sie sich verliebt. Ich bin nicht so wie du, Vater. Ich kann nicht einfach so bedingungslos lieben. Ach, was? Weißt du, was du bist? Du bist gekränkt. Sprich dich mit Madlow aus und lauf nicht weg. Vielleicht bin ich eifersüchtig. Was ist, wenn sie das gefunden hat, wonach ich immer gesucht habe? Das ist der Mann, mit dem du leben willst? Jakob! Gott sei Dank bist du da. Und ich hatte mir eingebildet, dass du mich liebst. Während ich mal wusste, dass du mich nicht liebst. Soll ich dir was gestehen, Madlo? Ich war nah dran. Ich hätte es vielleicht lernen können. Mich zu lieben. Ich habe nie einen Menschen wie dich gekannt, der einfach kommt und etwas tut. Der mich an die Hand nimmt und wegführt. Aber jetzt ist es vorbei, ja. Und wie geht es weiter? Weißt du eigentlich, wie sehr ich mich danach gesehnt habe, dass du mich meinst? Dass du mich lieben könntest? Ja, ich will mit Rudolf leben. Aber ich kann es Jona nicht antun. Sie ist eine Freundin. Wenn Rudolf mit mir weggehen würde, gäbe es einen tiefen Riss in ihrer Welt. Jona, natürlich. Es ist wie immer. Alles dreht sich um sie. Es wäre doch eine gerechte Strafe, wenn meine Frau ihr den Mann wegnehmen würde, wegen dem sie mich verlassen hat. Rudolf ist nicht ihr Mann. Jetzt mach doch mal die Augen auf, oder willst du es nicht sehen? Deine Mutter hat dich nicht verlassen und schon gar nicht wegen Rudolf. Deine Mutter liebt deinen Vater. Und dich auch. Warum willst du denn auf Rudolf verzichten? Vielleicht, weil er das für sie ist, was du für mich bist. Freund und Beschützer. Ich weiß, wie wichtig es ist, so einen Menschen an seiner Seite zu haben. Was hast du jetzt vor? Vielleicht kommst du ja doch mit. Jeanette ist bei Jona in guten Händen. Vielleicht brauchen wir uns mehr, als wir wissen. Lass uns weggehen. Jona? Jona, ich muss dir was sagen. Ich werde mit Jakob gehen. Wir werden wieder zusammen arbeiten im Nahen Osten. Er braucht mich. Das Problem ist nur Jeanette. Ich kann sie nicht mit uns nehmen, das weißt du. Jeanette kann hierbleiben, solange sie will. Ich werde mich um sie kümmern und auch um das Kind. Das ist doch selbstverständlich. Danke. Dann gehe ich jetzt. Wir wollen morgen ganz früh abreisen. Wiedersehen. Ich wünsche euch viel Glück.
Wir sollten über die Wintersort reden. Ich habe da ein gutes Angebot. Hast du die Autoschlüssel dabei? Ja. Mein Bub. Maria. Pass auf dich auf, nicht, dass wieder was passiert. Ade, Madlon hat mich recht gefreut. Alles Gute. Ihr reist ab? Auftrag in Ägypten. Und was ist mit Jeanette? Ich denke, du kannst sie nicht allein lassen. Sie ist bei Jona gut aufgehoben. Wenn das Baby da ist, werden wir weitersehen. Oh, ich habe noch was vergessen. Ich komme gleich wieder. Alles klar. Du bist ein Feigling, Jakob. Wenn es ernst wird, dann haust du ab. Schade, dass ich keine Schriftstellerin bin. Das wird ein verdammt spannendes Buch werden. Na klar, ein Bestseller. Ich könnte ein Happy End erfinden. Wenn ihr schon im realen Leben nicht dazu in der Lage seid. Okay, ich bin soweit. Wir können los. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Clarissa. Und such dir ein anderes Thema. Nicht nur für dein Buch. Hallo, Jona. Hallo, Ludwig. Ist was passiert? Also, dein Sohn reist ab und du verkaufst hier Gemüse. So schnell wird er nicht wiederkommen. Hör mir zu. Er fährt über Ravensburg. Da wird er beim wilden Mann Käsespätzle essen, wie er es immer gemacht hat. Wir könnten ihn noch erwischen. Und was soll ich ihm sagen? Ja, bitte sag ihm doch endlich, dass du dich freust, dass er hier ist. Gut. Wo ist dein Auto? Ja, da. Ich muss was erledigen. Er kommt doch allein zurecht, ja? Natürlich, Jona. Danke. Bitte. Dann komm jetzt aber auch. Beeil dich. Was hast du denn? Ist dir nicht gut? Kopf. Einen Arzt! Ruf den Notarzt! Ruf einen Arzt! Herr Ludwig! Was ist denn gut? Was ist denn gut? Also jetzt wird aber auch Zeit, dass er von dir loskommt. Ja, du hast recht. Die Kirschspätzle waren lecker. Einmal die Woche Kirschspätzle, das wär's doch. Mehr braucht der Mensch zum Leben nicht. Früher habe ich mich regelmäßig damit überfressen. Dank dir. Ja? Ima? Wie schlimm ist es? Ich bin schon unterwegs. Was ist los? Mein Vater. Was ist gerade los? Der Notarzt meinte, es könnte ein Schlaganfall sein. Aber wieso? Er war doch immer gesund. Ich bin Professor Jesner. Guten Tag. Grüß Gott. Frau Golz, Ihr Mann ist jetzt stabil. Es war ein geplatztes Blutgefäß im Gehirn. Aber es ist uns gelungen, die Blutung zu stoppen. Danke, Frau Professor. Kann ich zu ihm? Ist er wach? Nein, er liegt noch im Koma. Was soll das bedeuten? Wie lange wird er denn ohne Bewusstsein sein? Das lässt sich nicht genau sagen. Wo ist er denn? Ich will zu ihm. Ja, bitte. Das darfst du nicht, Karl Ludwig. Du darfst dich nicht einfach davon stellen. Dass ich nicht im Flieger gesessen bin. Frau Holz, wenn Sie uns bitte kurz allein lassen würden. Ja. Kann ich irgendwas tun? Das ist lieb von dir, Kind. Aber die Einzige, die uns jetzt wirklich helfen kann, ist Madelon. Madelon, ich weiß, du hattest andere Pläne, aber ich bitte dich, bleib. Bitte.
Denn ich werde in der nächsten Zeit bei Karl Ludwig im Krankenhaus sein müssen. Ja, natürlich bleibe ich. Danke. Ja. Schau mal. Ist das nicht ein schöner Strauß? Wunderschön. Alles in Ordnung? Ja. Es bewegt sich. Sieh mal. Ich bin so froh, dass du da bist. Ohne Jona fühle ich mich hier ein bisschen alleine. Ich habe mich richtig mit dir angefreundet. Sie ist echt toll. Nur manchmal so traurig. Ich bring dich ins Bett. Die Frau lasche die Augen zu. Aber ich bin noch nicht müde. Die Maria macht dir bestimmt einen Kakao, dann wirst du gut schlafen. Jetzt geh, Süße, morgen in Schule. Versprecht ihr mir, dass der Opa nicht stirbt? Wenn wir das noch versprechen könnten. Komm, mein Schatz, geh mal. Komm. Gute Nacht, Mama, Papa. Wenigstens ist Papa in guten Händen. Frau Professor Jessner hat einen sehr guten Ruf in Neurologenkreisen. Ich verstehe das nicht. Er war doch immer fit. Vor allem, seit er nicht mehr in die Kanzlei geht, sieht er doch blendend aus. Das hat halt mal so kommen müssen. Was? Ja, bei diesem ganzen Rumgezerre mit Jona. Wahrscheinlich hat ihn das alles mehr aufgeregt, als er zugegeben hat. Wenn man immer alles verdrängt, dann gibt's halt irgendwann einen Riesenknall. Nein. Er hat sich arrangiert. Arrangiert. Sie hat ihn gezwungen, sich zu arrangieren. Wenn es nach ihm gegangen wäre, dann würde Mutter hier leben. Nur hier bei ihm. Und nicht zur Hälfte da drüben. Aber sie hat ja noch nie Rücksicht genommen. Es war ihr doch immer egal, ob es Papa gut geht. Das ist doch jetzt zu hart. Sie ist hart, nicht ich. Sie ist rücksichtslos, egoistisch, herzlos. Wenn Papa stirbt, dann ist sie schuld. Wie geht's dir? Unverändert, danke. Komm, ich löse dich. Du musst ein bisschen schlafen. Ich werde schlafen, wenn es ihm besser geht. Es tut mir so leid. Ich bin sicher, dein Vater spürt, dass du da bist. Es wird ihm bestimmt helfen. Hey, da bist du ja. Hi. Du, ich müsste jetzt langsam wissen, ob du im Sommer mitkommst zum Segeltörn. Mist. Okay, Harvard. Was willst du denn damit? Ich hab dir doch gesagt, dass ich drüber nachdenke, ein Jahr ins Ausland zu gehen. Ja, Zürich und Innsbruck ist auch Ausland, nur nicht so weit weg. Ich hab mich doch erstmal nur beworben. Soll ich nicht genommen, wäre das nichts entschieden. So ein Jahr USA, tut mir vielleicht auch nicht schlecht. So kurz vor deinem Abschluss, Olli. Bloß nichts Unüberlegtes. Ein Jahr ohne dich kann ich nicht aushalten. Hi, Olli. Alles klar? Also, Jakob. Auf unsere Zusammenarbeit. Prost. Prost. Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass du bei mir arbeiten willst. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss was tun. Also, du besorgst mir alle Informationen, die du bekommen kannst. Was immer du brauchst, du bekommst es. Und ich mach den Rest. Okay. Sag mir, wie geht es deinem Vater? Unverändert. Manchmal, da denke ich mir, es ist schade, dass ich so lange weg war. Es ist nie zu spät.
Morgen. Guten Morgen. Wärst du ins Krankenhaus? Später, ich habe noch zu tun. Wieder. Ist sie von heute? Maria meint, man solle Jona Suppe bringen, damit sie nicht vom Fleische fällt. Okay, ich hole sie gleich. Mutter sitzt Tag und Nacht bei Papa. Finden Sie das nicht übertrieben? Wieso? Ja, sieht doch so aus, als würde sie was gut machen wollen. Papa war immer einverstanden mit ihrem Leben. Und du bist es plötzlich auch? Nein. Wie kommst du darauf? Papa war erwachsen. Er konnte selber entscheiden, was er tut. Ich war ein Kind. Ich hatte die Chance nicht. Glaubst du ich? Wenn sie nur einmal mit uns geredet hätte. Ja? Ist das mit Vater? Ah. Natürlich mache ich das. Du brauchst dich nicht bedanken. Das ist selbstverständlich. Ja. So, Junge. Ich gehe da mal. Hier für Jona. Danke. Es ist komisch. Sie sind sich ganz nah. Zum ersten Mal spüre ich, dass Jona etwas von meinem Vater empfindet. Wie geht es dir? Mir? Es geht mir gut. Schön. Ich bin froh, dass ich hier bin. Jakob, du bist mein bester Freund. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Ich will, dass du glücklich bist. Wenn er sterben würde, Franz. Ich glaube, ich würde verrückt. Jede Minute, die ich ihm abgeschlagen habe, tut mir jetzt leid. Ich habe ihn unglücklich gemacht. Und die anderen auch. Und weißt du was, Franz? Ich habe damit nichts verhindert. Ich dachte immer, wenn ich nicht anwesend bin, wenn sie nicht mit mir und mit meinem Fluch in Berührung kommen, dann geht es ihnen gut. Aber Karl Ludwig liegt da, krank bis auf den Tod. Jakob läuft vor seinem Schicksal davon. Und ich? Manchmal denke ich, ich bin ein furchtbarer Mensch, Franz. Dein Mann war immer glücklich an deiner Seite. Auch mit dem wenigen, das du ihm geben konntest. Er hat es gehütet wie einen Schatz. Hallo, Onkel Franz. Grüß dich, mein Junge. Mutter. Ich hoffe, ich habe das Richtige mitgebracht. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, Jakob. Ich sehe dann mal nach Vater. Eigentlich machst du das schon ganz richtig. Du ruhst dich aus, während um dich herum die Ärzte rotieren. Ruh dich nur aus. Und wenn du wieder bei Kräften bist, dann stehst du auf und spazierst einfach aus diesem Krankenhaus heraus, als wäre nichts geschehen. Lass dir aber nicht so viel Zeit. Du wirst doch bestimmt deine Enkelkinder aufwachsen sehen. Das wünscht dir deine Mutter sicher auch. Interessante Sache. Hm. Politische Mauscheleien im Stadtrat. Ich habe das Gefühl, da steckt was Größeres dahinter. Hm. Jakob? Ja? Jetzt lass uns mal Klartext reden. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich rede von dir und mir. Davon, dass du nicht hier wärst, wenn dein Vater nicht so krank wäre. Davon, dass du aber doch hier bist. Und davon, dass du so tust, als wäre nichts geschehen zwischen uns. Ich wünschte, es wäre so. Oh, vielen Dank. Aber bei mir ist es genau andersrum. Ich wünschte mir, es wäre weitergegangen. Warum suchst du dir nicht jemanden in deinem Alter? Einen, der weniger Probleme hat. Das wäre bestimmt lustiger. Oh Mann. Meinst du wirklich, du bist der Einzige, der Probleme hat? Meine Eltern sind beide gestorben, als ich klein war. Du hast deine wenigstens noch alle beide. Und bloß weil du dir einbildest, deine Mutter liebt dich nicht genug, musst du doch nicht so blöd sein und dich auch nicht verlieben. Ich habe keine Lust auf deine psychologischen Ratschläge. Ich hätte gern so viel Mut wie du.
genug davon. Ich gebe dir was ab. Doch gut, nicht wahr? Ich liebe diesen Duft. Weißt du noch, es war in Meersburg. Ich bin die krumme Gasse runtergelaufen, weil ich Geld bekommen hatte, um mir ein neues Kleid zu kaufen. Und da bin ich direkt in dich reingestolpert. Und du hast mich aufgefangen und nie wieder losgelassen. Ein wundervolles Leben. Auf uns. Hey, so geht das nicht. Du musst auch irgendwas sagen. Sag auf uns. Auf dich. Okay, lass mir das. Clarissa, ich habe keine Ahnung, wie du dir das denkst. Aber ich weiß, es würde nicht funktionieren. Hör zu. Ich kenne mich. Ich krieg Panik. Laufe weg. Mach alles kaputt, wenn ich das Gefühl habe, dass es ernst ist. Ich kann das nicht, Clarissa. Ich kann das nicht. Ich würde weglaufen. Du würdest todunglücklich werden. Das will ich nicht. Ich hab's begriffen. Du willst das nicht und deshalb machst du alles kaputt. Du bist so ein Idiot, Jakob. Clarissa, du musst es doch verstehen. Ich muss gar nichts. Ich muss nur weg von dir. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt eskapiere. Clarissa. Hör auf. Ich hab's begriffen. Es ist nichts zwischen uns, war nichts und wird nichts sein. Wie heißt
heimlicherweise ein Engelein leise mit rosigen Füßen die Erde betritt, so nahte der Morgen. Jauchzt ihm ihr Frommen, ein heilig Willkommen. Ein heilig Willkommen, Herz, jauchze du mit. In ihm sei's begonnen, der Monde und Sonnen aus blauen Gezelten des Himmels bewegt. Du Vater, du rate, lenke du und wende, Herr, dir in die Hände sei Anfang und Ende, sei alles gelegt. Nimm es jetzt einfach an. Das Leben reicht dir die Hand. Hi. 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 Wir sind ja weiter. Okay. Ciao. 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 Und? Good news from USA? Ja, sie nehmen mich in Boston. Wow. Du wirst es machen, ne? Klar, wäre ja blöd, wenn ich es nicht hätte. Und du wirst hier nichts vermissen? Ich weiß nicht, vielleicht bleibe ich ja für immer drüben. So, jetzt muss ich los. Okay, Karl kommt dort aus dem Krankenhaus. Ciao. Ciao. Maria, gehen Sie schon mal vor. Ich möchte meinen Mann in der Bibliothek unterbringen. Dort hat er den schönsten Blick in den Garten und all seine Bücher sind in der Nähe. Herr Golz, gut, dass Sie wieder da sind. Hey, ja, ich werde Sie schon wieder aufpäppeln. So, jetzt bereite ich mal alles vor in der Bibliothek. Wunderbar, dass Sie dich schon entlassen haben, Papa. Von wegen entlassen. Ihre Mutter hat ihn quasi gekidnappt. Naja, machen Sie mich ruhig zur Verbrecherin. Ich weiß am besten, was für meinen Mann gut ist. Und ein Krankenhauszimmer ist es sicher nicht. Hoffentlich ist es wirklich gut für Papa und du machst das nicht nur, weil du ein schlechtes Gewissen hast. Ach, immer. Schön, dass es dir wieder besser geht. Auf Papa. Auf dich, Papa. Karl Ludwig. Dass uns ja nicht nochmal so einen Schrecken anjagst. Das verspreche ich euch. Nicht wahr, Jona? Jona wird nämlich auf mich aufpassen. Hier in diesem Haus. Bei Tag und Nacht. Dass ihr für mich da wart, als es mir schlecht ging, dafür danke ich euch. Ohne dich, Jona, hätte ich es nicht geschafft. Du hast mir Kraft gegeben. Und Jakob? Vielleicht war es wirklich ein Versuch, dich in Konstanz zu halten. Es freut mich jedenfalls, dass es gelungen ist. Ach, Papa. Darauf trinken wir. Du wirkst so nachdenklich. Das ist plötzlich alles so anders. Man hat das Gefühl, durch Karl Ludwigs Krankheit hat sich jeder verändert. Ja, manches verliert an Bedeutung angesichts der Angst. Manches ja, aber nicht wirklich alles. Wie meinst du das? Also. Jakob, er ist jetzt wieder hier, aber trotzdem, er ist so zu. Er wird wohl nie richtig zur Familie gehören. Das wäre schlimm. Ich möchte so gerne, dass er bleibt. Vielleicht solltest du ihm das mal sagen. Ja? Stell dich. Ich bin so froh. Was ist los? Ich weiß es plötzlich. Alles wird gut. Ich bin mir so sicher. Du siehst gut aus. Ich fühle mich auch gut. Du bist wunderschön. Karl Ludwig, ich werde mein Leben ändern. Ich möchte eine Reise mit dir machen. Hast du Lust? Ja. Einfach ja? Keine Terminprobleme wegen der Ernte? Oder ein Kalb, das geboren wird? Es ist alles in guten Händen. Buche die Reise. Ich freue mich drauf. Keine Sorgen, und bringt mir was Schönes mit. Ja, und Hanna soll dir die Suppe zum Mittag warm machen. Ja, ja, jetzt macht, dass ihr loskommt und Hanni zu, bevor ihr angekommen seid.
Guten Morgen, Frau Golz. Nein. Haben Sie schon gefrühstückt? Ich kann Ihnen gerne Kaffee rausbringen. Später, Maria, wenn ich vom Hof zurück bin. Mein Mann schläft noch. Ich fahre nur kurz rüber und spätestens zum Mittagessen bin ich wieder zurück. Sie bleiben wirklich nicht mehr dort? Nein, Maria, ich überlege zu verkaufen oder zu verpachten und vielleicht an Rudolf. Das ist gut, Frau Golz. Und richtig. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht es, Vater? Er schläft noch. Es geht ihm gut. Also, ich bin dann weg. Und heute Mittag, Maria, gibt es einen schönen Rehbraten und Spätzle und Rotkraut. Bist du zum Essen da? Ich glaube, wir haben was zu feiern. Natürlich bin ich da. Fein, das freut mich. Bis später. Du weißt, was du tust? Nicht, dass sie alle wieder vor den Kopf stößt. Nein. Sie hat es endlich überwunden, Jakob. Nach all den vielen Jahren hat sie es überwunden. Stell dir vor, sie ist wieder da. Bei deinem Vater, bei dir, bei uns. Hallo, Liebes. Wie geht's dir und dem Baby? Uns geht's prima. Ich habe mir überlegt, dass du Patin werden sollst. Das freut mich aber. Sag mal, wo sind Madeleine und Rudolf? Ich muss mit ihnen reden. Die sind in Ravensburg auf der Bauernmesse. Die kommen erst heute Abend wieder. In Ravensburg? Wie schade. Die Wehen? Wann hat's angefangen? Um 9:30. Sie kommen alle 15 Minuten. Ich glaube, jetzt öfter. Ganz ruhig. Heute ist ein wunderbarer Tag, um auf die Welt zu kommen. Dein Koffer ist gepackt im Flur. Ich hole ihn. Jona, es tut weh. Du musst versuchen, ganz ruhig zu atmen. Ja, wehr dich nicht dagegen. Lass den Schmerz zu. Ja, du machst das ganz prima, meine Kleine. Und in 5 Minuten sind wir schon im Krankenhaus. Jeanette Bouvet. Sie hatte einen Unfall. Sind Sie mit Frau Bouvet verwandt? Ja, natürlich. Was ist denn los mit ihr? Franz, hallo. Du musst jetzt sehr stark sein, Madeleine. Was? Was ist passiert? Deine Schwester Jeanette, sie hat eine Sturzgeburt. Nein. Sie hat es nicht geschafft. Was? Sie hat zu viel Blut verloren. Nein, das kann nicht wahr sein. Bitte sagt es nicht. Nein! Nein! Jeanette. Thank you.
das Kind. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich weiß nicht, wieso Gott so etwas zulässt. Aber ich weiß, dass du nicht schuld bist, Junge. Wenn ich sie nicht zu mir genommen hätte, dann würden sie noch leben. Ich wollte Jeanette und ihrem Kind ein Heim geben. Und bekommen haben sie ein Grab. Du hättest nicht kommen dürfen. Das ist zu anstrengend für dich. Für dich ist mir nichts zu anstrengend. Danke. Komm. Komm zu mir nach Hause. Oh mein Gott, Karl Ludwig, ich hätte es wissen müssen. Es war ein Unfall, Junge. Das ist kein Trost. Ich brauche dich. Ich liebe dich. Du, ich habe sie lieb gehabt und sie ist tot. So ist das bei mir eben. Weißt du, Lieber, sie sind mir zu nah beieinander, die Liebe und der Tod.
Und was meinst du, wie es jetzt weitergeht? Wie gehabt, vermutlich. Du hast ja Mutter gesehen. Sie wird drüben bleiben, armer Papa. Oh Mensch, sie tut mir so leid. Irgendwie zieht sie das Unglück richtig an. Ach komm, Emma, das meinst du doch nicht im Ernst. Doch. Was ist los, Kind? Geht's dir nicht gut? Oh, doch, doch, alles in Ordnung, bloß mein Magen. Wiedersehen, Nett. Geh nicht. Ich kann hier nicht bleiben. Wo willst du hin? Einfach nur weg. Wir? Ja. Jetzt weht der Wind dich wieder weg. Über den See. Adlon. Bitte nicht. Ich würde gerne sagen, komm mit mir und lass uns irgendwo neu anfangen. Aber ich kann nicht. Ich weiß im Moment überhaupt nichts mehr. Feria. Ich würde mein Leben geben, um es zu umgehen. Auf Wiedersehen, Jona. Es war ein Unfall, Mutter. Du solltest mit ihr gehen. Und du? Ich bleibe hier. Ich habe es dir damals versprochen. Es hat sich nichts geändert. Ich will nicht, dass du unglücklich bist. Geh nicht. Bitte. Ich musste allein durch Jakob. Bleib bei uns. Die Villa ist groß genug. Da könnte ich es nicht aushalten. Ich brauche Abstand. Und ich will nachdenken. Das Schlimme ist, dass man Jona nicht helfen kann. Die Schneekönigin. Die Schuldgefühle haben sie wieder eingeholt. Und ich habe schon gedacht, es wäre vorbei. Kann ich etwas für dich tun? Es ist schön, dass du da bist. Sie können jetzt aufstehen. Ja, Sie haben recht gehabt, Frau Bornemann. Sie sind schwanger. Ich gratuliere Ihnen. Ist das wahr? Sind Sie sicher? Ganz sicher. Ist ja Wahnsinn.
Damit habe ich nicht gerechnet. Aber irgendwie ist es auch wunderschön. Für Ultraschallbilder ist es jetzt noch zu früh. Aber ich denke, in 6 bis 8 Wochen kann man was sehen. Ja, klar will ich ein Foto. Also dann. Danke, Herr Doktor. Wiederschauen. Tschüss. Dann bis in 4 Wochen. Fährst du wieder? In ein paar Tagen. Aber bevor ich gehe, wollte ich ganz gerne mit dir. Du solltest dich um deine Familie kümmern. Lass nicht zu, dass wieder alles auseinanderbricht. Was soll ich denn tun? Muss ich dir nicht sagen, das weißt du ganz genau. Mann, seid ihr denn alle verrückt geworden? In so einer Zeit, da hält man zusammen. Da tut man alles, damit man nicht voneinander wegdriftet. In normalen Familien mag das so sein. Bitte, hör doch endlich auf. Ist wirklich alles in Ordnung? Mhm. Clarissa, ich wünschte, ich könnte mehr tun. Lass mich in Ruhe, okay? Danke. Stimmt so. Oh, eigentlich wollten Sie doch zum Bahnhof. Ich hab's mir anders überlegt. Okay, danke. Tschüss. Frau Golz ist unten am See. Was bei Ihnen sein? Hier wird immer alles für mich da. Man braucht Menschen, wenn man trauert. Wieso lässt du nicht zu, dass man dich tröstet? Ja, ich weiß, mich geht das alles wahrscheinlich am allerwenigsten an, aber ich kann einfach nicht mehr mit ansehen, wie unglücklich ihr hier alle seid. Du sitzt da in deinem Schmerz vergraben und um dich rum geht alles in die Brüche. Wieso bist du so egoistisch, Jona? Ich kann nichts tun. Nein, das glaubst doch nur du. Alle brauchen dich doch. Wieso zeigst du ihm nicht, dass du sie liebst? Ach Gott, du siehst doch, dass ich nichts als Unglück bringe. Es ist besser für alle, wenn sie mir fernbleiben. Das ist doch nicht wahr. Es war ein Unfall, für den du nichts kannst. Aber für deine Familie, für die kannst du was tun. Entschuldige bitte, dass ich so offen bin, aber das musste ich irgendwie noch loswerden, bevor ich weggehe. Also dann, auf Wiedersehen, Jona. Auf Wiedersehen. Ich dachte, ich könnte ohne dich leben. Ja, das hast du dir so gedacht. Hm? Ich werde es endlich schaffen. Was? Das Glück festhalten. Du musst es ihr sagen. Das werde ich. Wir können hier aber nicht bleiben. Ich weiß. Weißt du, Jakob und ich, wir waren immer so viel unterwegs. Ich habe mich nie bei ihm wirklich zu Hause gefühlt.
Aber bei dir? Fühlst du dich zu Hause? Ja. Hast du dir das gut überlegt? Ja. Ich glaube, es ist an der Zeit, Jakob. Die Wahrheit, ich würde sie dir gerne erzählen. Die Wahrheit? Ja. Die Wahrheit über mich. Gehen wir bitte? Ja. Ich war 10 Jahre alt. Meine Mutter war tot. Mein Vater, den ich über alles liebte, hatte wieder geheiratet. Und nochmals einen kleinen Sohn bekommen. Blitz. Plötzlich war ich nicht mehr Vaters Augenstern, sondern der kleine Fritz. Alles drehte sich nur noch um ihn. Und ich fühlte mich ungeliebt, ausgeschlossen. Ich hasste diesen kleinen Eindringling, der mir ja die Liebe meines Vaters genommen hatte. Ja, ich habe ihn ertrinken lassen. Du hast was? Ich habe ihn nicht gerettet. Ich bin schuld am Tod meines Bruders. Und von dem Tag an hatte ich Angst. Ich war überzeugt davon, dass mir alles, was ich jemals lieben würde, wieder weggenommen wird. Und ich erwarte meine gerechte Strafe jeden Tag in meinem Leben. Soll das heißen, dass du mich nicht geliebt hast, um mich nicht zu verlieren, weil du Angst hattest, ich könnte sterben? Ja. Jeden Tag, seit wir uns kennen, hatte ich Angst um ihn. Und als er seinen Schlaganfall überlebte, da war das für mich wie eine Wende. Wie ein Zeichen, dass jetzt alles anders wird. Und dann ist Jeanette gestorben. Und alles war wie immer. Wieso hast du mir das nie erzählt? Das war so schwer. Aber jetzt musst du es wissen. Es hat nichts mit dir zu tun, dass ich dich allein gelassen habe. Jakob, du warst das wunderbarste Kind, das man sich nur wünschen kann. Aber ich wollte, dass du lebst. Und dass ich dich nicht mit meiner Angst und Liebe umbringe. Ich war überzeugt davon, dass du nur leben würdest, wenn ich mich aus deinem Leben zurückziehe. Ich dachte immer, vielleicht nützt das ja etwas, wenn ich mich selbst bestrafe. Wenn ich mich fernhalte von dem, was mir das Liebste auf der Welt. Mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Lauf nicht vor der Liebe davon. Sie ist eine wunderbare junge Frau. Und sie liebt dich. Und sie fliegt heute in die Staaten. Aber ihr Herz bleibt hier. Du entschuldigst mich, ja? Sitzen. Keine Fenster.
Ich kann dir nicht sagen, dass du nicht fliegen sollst. Das könnte ich nie von dir erwarten. Ich bitte dich, komm wieder zurück. Zu mir. Ja. Und ich dachte schon, ich müsste unser Kind allein aufziehen. Unser was? Unser Kind. Ich bin schwanger von dir. Du meinst mich? Du meinst, ich werde Vater? Ich werde Vater. Ja. Oh, komm. Oh, krass, ich werde Vater! Ich liebe dich. Oh Gott, ich liebe dich. Grüß Sie. Hallo. Es ist gut, dass du mit ihm gesprochen hast. Karl Ludwig, ich möchte den Hof verkaufen. Ja, hilfst du mir? Ich denke nicht daran. Es ist dein Hof. Besuch für Sie. Hallo. Hallo. Du bist sicher überrascht. Nein. Ich bin nicht überrascht. Jona, Madlo und ich, wir werden von hier fortgehen. Wir wollen anderswo neu anfangen. Ich freue mich für euch. Aber ihr müsst nicht fortgehen. Ich habe gerade mit Karl Ludwig darüber gesprochen. Ich wollte euch den Hof übergeben. Es ist dein Hof. Er gehört zu deinem Leben. Aber du hast ihn zu dem gemacht, was er ist. Für dich. Ich habe es immer noch für dich getan. Und jetzt? Jetzt musst du endlich was für dich tun. Das verstehe ich. Ich freue mich so für dich. Und ich wünsche dir und Madelon alles Glück dieser Erde. Ich danke dir für alles. Sag mal, die Tortenleber, die habt ihr aber gut versteckt. Ich hab's ja gesagt, überlass das lieber Hanna. Mir macht das aber Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier so schön ist. Ja. Und danke immer, dass du alles so schön arrangiert hast. Du hast doch immer gewusst, dass du dich auf mich verlassen kannst. Ja, das wusste ich. Und ich war immer schon stolz auf dich. Komisch, ich war mir immer sicher, dass du es schaffen würdest. Bei Jakob weiß ich es erst heute. Friedrich Karl Jakob, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ich
wollte noch etwas sagen. Heute ist ein ganz wunderbarer Tag für uns alle. Ganz besonders aber für mich, weil ihr hier seid. Hier auf dem Hof meiner Eltern. Ihr, meine Familie. Das Wichtigste, das es für einen Menschen geben kann. Jakob und Clarissa. Ihr könnt gar nicht ahnen, was ihr mir für eine Freude gemacht habt mit eurem Glück. Und darum habe ich mich entschlossen, meinem Enkel Friedrich zur heutigen Taufe den Meinhardthof zu schenken.